Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich bin schon auf dem Weg zurück. Was heißt denn schon, ne? Ich habe da probiert, da unten mal durchzukommen. Wollte ja den Weg eigentlich ganz alleine machen. Habe aber schnell erkannt, das funktioniert nicht so. Und was an Neuerung ist, ne, komplett neu jetzt hier so, ne, zumindest bei mir. Ich habe mal den Rat befolgt, den jetzt schon mittlerweile mehr Leute mir gegeben haben und habe mir das mal wirklich auf das Getriebe auf den Nummernblock gelegt. Das heißt, ich kann jetzt eben schnell immer hier so hin und her switchen. Ne, ihr seht, ihr geht jetzt ein Bein frei, ordentlich schnell. Ich hoffe nur, ich kann mich auch daran gewöhnen, aber ich habe das eigentlich genauso gemacht, wie es auf dem Nummernblock ist. Also wie es da unten auch abgebildet ist. Ne? Naja. Aber mal sehen. Wir fahren hier jetzt einfach so lang. Ich hoffe, hier hinten den Weg, den kann ich lang, weil sonst wird es nämlich ist für uns ein bisschen eng mit dem Sprit. Das geht hier noch. Ist ein bisschen neblig heute, ne? Diesig, dünstig. Aber, ja. So großartig kann uns das ja nicht stören. Jetzt kann ich, warum ich jetzt so einen beschissenen Weg hier fahre. Obwohl, der geht ja noch, ne? Das sieht komisch aus, aber da dürfte eigentlich einbeinfrei hier so durchgehen. Und dann können wir endlich den Sprit da ein bisschen nachtanken. Das ist dann auch ganz cool. Und mit denen die Missionen machen, ne? Die Brücke ist natürlich ein bisschen, weil es eine Doppelbrücke ist. Das sieht man gar nicht so. Ich habe es jetzt immer aus der Nähe gesehen. Man musste von beiden Seiten dann wirklich abgeben. Aber da dachte ich mir schon, weil das haben sie ja so gezeigt schon, ne? Da unten ist auch so eine Art Brücke. Überall Brücken hier zu bauen. Das war wohl anscheinend ein sehr, sehr schwerer Tropensturm hier in Michigan. So. Ah ja, und dann habt ihr geschrieben, hier die niedrigen Sattel, stimmt, der wurde dann geschrieben worden, war, bietet mir auch selber wieder ein, dass der ja immer kostenlos ist. Deswegen erübt sich meine Frage denn total, ob man damit einen übelsten Cheatcode mäßig Geld machen könnte. Natürlich den Schwachsinn. So, Rüdi, jetzt geht's hier nach da. Auf die schnelle Tour und Fahrt. Ja, und dann müssen wir sagen, da haben wir schon ganz schön unser Tank runtergewirtschaftet, ne? Ein paar Mal haben wir den Weg ja noch vor uns, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Aber schauen wir mal, wie oft wird das jetzt hier wirklich noch machen wollen, besonders auch, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ist ja alles hier auf freiwilliger Basis. Ich mache was freiwillig und krieg dafür in Money Game. Wenn es natürlich auch simpel gemacht, ne? Du machst einfach was von A nach B fahren, machst den Weg ein bisschen schwierig und das macht Spaß. Früher hätte ich gesagt, bestimmt, wo ich klein war. Also das stimmt für die Jugend auch nicht das Spannendste, aber das wäre dann schon ein bisschen langweilig gewesen. Ne? Jetzt können wir gleich mal gucken, wie viel Weg uns denn noch eigentlich fehlen würde. Ne? So. Ich glaube, so viel fehlt hier gar nicht mehr. Das sind hier auch in der Nähe, falls mal irgendwas hier noch brauchen sollten. Da stehen wir da schon. Ja, ist natürlich total in der Nähe. Ich sag euch, so bestimmt gefühlte 10, 15 Liter mehr, dann werden wir da hinkommen. Also es kann ja wirklich sein, dass wir uns das selber versaut haben. Also ich mir, ne? Mit denen im Baum hängen bleibe und Umweg und umständlich fahren und so weiter und so fort.
So. Also manchmal reagiert er gar nicht dran. So, so wollen wir es nicht machen. Andersrum wollen wir es machen. Hier können wir ordentlich was nachtanken. Rack, rack, rack. Und dann wollen wir natürlich auch den wechseln hier. So, und unser Schlepper ist jetzt hier wieder voll im Modus. Könnte man ja fast einen Parallelflug machen, weil der Pacific, der könnte ja das auch schleppen, oder nicht? So, wir haben ja jetzt so voll Benzin gekriegt, dann müssen wir uns ja nichts nehmen eigentlich. Schau mal, wir haben die Aufgabe gar nicht mehr aktiv, ne? Ist natürlich dann auch ein bisschen doof, ne? So, Bob's Hunter Brücke. Da gibt es nicht viel, aber wenig. Und das ist ja auch vorteilhaft, ne? Ey, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen Geld, was wir dabei verdienen, ist jetzt nicht sehr schön. Ich muss sagen, eigentlich dafür, dass wir ja doch ein paar weite Wege und schlimme Wege, also naja, nicht ganz schlimm, aber schon ein bisschen ätzend, ne? Durchmachen müssen, um das dahin zu bringen. Tun wir doch schon ein wenig. Und hier gibt es keine Tankstelle, ne? Und das ist jetzt nicht so, dass wir gerade einen großen Tank hier zur Verfügung gestellt gekriegt haben. So, machen jede mal durch. Ich hoffe, es stört hier keinen. Vorher einfach mal den Spuren hier auf dem Fußboden. Also was heißt Fußboden? Also. So, erste Brücke ist gebaut, ne? Obwohl, will ich das wirklich mit denen hier machen? Aber hinten, wir haben ja keinen Anhänger. Schau mal. Bevor wir jetzt hier irgendeinen Fehler machen. Hier. Weiß nicht, kann ich den jetzt hier nehmen eigentlich mit dem Pritschenauflieger? Wir können es probieren, ne? Hat der natürlich jetzt nicht so viel. Ach, los komm. Was soll der Geiz? Ziehen wir da vorne schon wieder so hässlich drin, ne? Die da. Sonst nimmt er immer alles direkt, was vorhin liegt, und jetzt hier greift die Winde nach hinten. Ist schon okay. Also hier haben wir ja ein bisschen was drauf an, ja schon Gewicht, aber achso, die haben wir noch gar nicht. Untersuche kaputte Antenne, okay. Ich könnte noch nicht mal. Achso, doch. Ja.
Ach du Scheiße. Ja, aber wer stellt das denn auch so hin? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, okay. Ja, also mein Plan war da natürlich anders irgendwie. Ja, sick jetzt hier auf. Aber wer stellt denn das auch so hin? Nee, oh. Ja, so war mein Plan jetzt auch nicht. Völlig chaotisch mal wieder. Oh. Können wir den jetzt schon hier anhängen? Winde lösen? Ne, ich will den ja nicht entfernen, ne? Ich will den ja schon. Ne, ne. Ich kann den nicht nehmen, ne? Hat die Ruhe genommen oder was hat er genommen? Der kriegt den ja wenigstens vernünftig hier hingestellt. Ich muss das ja auch mal hier ein bisschen in Ordnung bringen, ne? Ein bisschen aufräumen. Ja, dazwischen kommen wir noch. Muss ja auch Platz machen, sonst kriegt den ja nicht gezogen, ne? Ja, vielleicht so kriegen wir das irgendwie. Ich weiß auch noch nicht, was das hier so richtig wird. Aber wir sind mal gespannt. Bei denen kann ja der ANK denn, der B12 denn wirklich tragen. Oder schieben oder wie man es auch nimmt. Oh, das war ein Stück zu weit. Aber er hat noch Power. Oh, hier ist falsch rum. Einen immer kleinen Umweg, aber nun klitzeklein. Wenn der Kreis einfach mal wieder so rumbums, ne? Er schiebt immer ganz schön von hinten, ne? So, das muss ich aber noch umstellen hier. Das ist nämlich genau falsch rum bei mir. Steuerung. Ja. So habe ich mir das gelegt. Ah ja, naja, gut. Das ist natürlich dann. Udi. Ja, yep, so ist gut. Können wir auch ein bisschen so Gas geben. Ja, bin mal gespannt, ob wir den überhaupt dann. Der sieht aber vom Sattel her sieht gut aus. Ah, den habe ich ja bei den einen den hohen und bei den anderen den tiefen. Irgendwie so, muss er sein, ne? Aber warum will er mir das nicht anbieten? Weil er einfach keinen Bock hat, wahrscheinlich. So wird es sein, so ist es meistens. Ja. So, flapp, flapp. Dann stehen die Ungetümer. Aber ich glaube, ich lasse den hier vorne stehen.
langsam voll hier, ne? Besser ist. Achso, ja. Das wäre natürlich ein bisschen geiler. Achso, und jetzt oh Gott. Ja, ich bin ist auch frisch von der Arbeit. Also, ich bin noch nicht ganz so vollkommen da im Kopf, wo man wahrscheinlich sein müsste. Ja, aber dafür hat das ganz gut geklappt. Gut. Ja, und dann fahren wir den Weg hier ganz simpel, denke ich mal. War jetzt einfach nur bis nach hinten durch, oder ne? Ja, das kann natürlich passieren, wenn ich da in der Nähe meine Aufnahmetaste habe, dass ich euch außerdem mal weghaue. Und dann ist der Abschnitt so vorbei. Das kann natürlich bei Weitem passieren. Da tut mir natürlich leid, da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Ich könnte es natürlich auch auf Maustaste legen. Aber wenn ich die aus Versehen drücke, ist natürlich auch immer dumm, ne? Aber eigentlich drücke ich die nicht. Die eine drücke ich nie. Ja, schauen wir mal. Wir pflücken uns erstmal hier so durch. Bin mal auch gespannt, wie das überhaupt geht, ob der gefühlt dann fünfmal Holz überhaupt schleppen kann. Wäre mal interessant auf jeden Fall. Ja, das ist hier eine ganz schlimme Ecke, glaube ich. Ja, aber er macht das mit Bravour. Bravour, Bravour, Bravour. So. Ich muss einfach nur geradeaus. Gut. Der habe ich ja Motor ausgemacht. Wollte ich zumindest. So. Ja, die müssen wir noch machen. Lücke, die Brücke. Ah, ich bin mal gespannt, so, wenn wir jetzt da fünf Hölzer drauf haben, wie sich das Ganze denn anfühlt, ne? Also wird da garantiert eine ganz komische Ekelhaftigkeit Sache jetzt gleich werden. Also wir müssen hier aber einmal im Kreis, so halb, ne? Naja, nicht so halb, eigentlich einmal im Kreis. Das ist schon richtig. Ja, das war jetzt nicht die cleverste Idee, hier so halb da durchzufahren. Ich brauche gar nicht lenken, weil der zieht mich da einfach runter. Thank you.
Ja, aber er zieht es trotzdem, ne? Der mag das zu ziehen. So, Popsbrücke. Ich habe jetzt aber auch gar kein Zeitgefühl, weil normalerweise sägt das da unten, wie viel unsere Aufnahmezeit ist. Aber jetzt nicht mehr. Weil ich ja da mich weggedrückt habe, neue Aufnahme ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir den einfach hier fertig, ne? Ganz frecherweise. Die eine Bobs, die. Ja, zumindest wird er eigentlich, wenn wir lange spielen, das nochmal dunkel. Also ich merke das ja, ne? Und jetzt geht es ja noch vom Licht her. Okay. Kämpf dich durch. Ah, so ein bisschen Schlängelinie hier. Folgt dir denn komplett auch immer die Spuren? Spart man da echt ein bisschen mit dran? Oder ist das Humbug? Also jetzt klar, um nicht umzufallen, muss man natürlich dann irgendwie mal ein bisschen so links und rechts ein bisschen auf die Spuren achten. Aber hier zum Beispiel ist auch so eine... Ich würde denn da lang fahren, wo es für mich irgendwie am ebensten aussieht und am trockensten. Und natürlich auch vom Scheitelpunkt schneiden am kürzesten vom Weg her. Okay. Da hinten schon mal den Berg sehen, dann haben wir 5 richtig, glaube ich. Dann haben wir schon das große Stück geschafft hier durch den Modderhaufen. Obwohl das ja hier noch geht, bin ich auch ganz okay. Ja. Den Weg, die Straße hier. Oder Feldweg, wie auch immer man das beziffern möchte. So. Jetzt haben wir hier... Oh Mann. Jetzt müssen wir natürlich, genauso wie wir hier reingefahren sind, auch gleich wieder rumfahren. So sollte es gehen. War dran vorbei. Na, herzlichen Glühstrumpf. Dankeschön. Wenn wir hier fahren, bis wir leer sind, glaube ich. Wer hat den denn jetzt hier so beschissen im Weg gestellt? Aber geht noch. So. Der Böppele kriegt jetzt auch seine Brücke. Und dann, denke ich mal, freut er sich und wird auch nicht mehr so tickig sein. Zumindest kann er jetzt wieder da unten zur... Um was auch immer das da ist, ne? Ich weiß gar nicht, was das für eine Raffinerie sein soll. Wahrscheinlich noch erfahren.
hier auf die letzten Meter noch ein bisschen powern. Ah doch, ist ein Sägewerk hier, ne? Aber anscheinend kriegen wir hier denn nur Stämme am Ende. Hier muss, ah ne, der hat auch, Schnittholz. Wenn man das so nennen darf. So, dann fahren wir mal über unsere erste neu gebaute. Bin mal gespannt, wie die so drauf ist. Ich denke mal gut. Ah ja. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Wunderschön. Und jetzt gucken wir mal, wer braucht denn noch hier Holz hier in der Nähe? Rostiges Erbe brauchen wir nicht. So. Da, Brücke und die Lücke. Ah, da hätten wir, okay. Ja, 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 da müssen wir es hinbringen. Das heißt, wir müssen hier einen riesen Umweg fahren. Weil wir jetzt hier ja nicht wenden können, ne? Aber was heißt ein Riesenumweg? Geht ja noch, ne? So, und das machen wir aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so kurz heute. Ich weiß gar nicht. Ich könnte auch mal... Moment. Ich will jetzt nicht hier einfach rausgehen. Und dann habe ich hier noch... Ich muss nur mal mein... Das ist schwer, hier aus diesem Spiel rauszukommen. Da war meine Maus. Ihr könnt ja gucken, wie lang die Aufnahme war davor. Das machen wir auch mal. Die war 17 Minuten. Ach, siehste, das reicht ja. Das reicht für heute. So, dann kann ich ja zumindest sagen, euch noch wunderschön. Wir machen beim nächsten Mal weiter und bis dann. Ciao.